Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Heute der Drache erwacht und dann wollen wir auch mal loslegen hier. Die Karneval wurde fortgesetzt und Kite besuchte seinen Bruder Hart. Kite, Hart, wie fühlst du dich? Ich habe mehr Nummern gesammelt, um dir zu helfen. Bevor du es weißt, wirst du dich viel besser fühlen. Ich will nur, dass du weiter durchhältst. Glaubst du, dass du für mich weitermachen kannst? Hart, Bruder, ich muss gehen. In einer Kugel aus Licht entkam Hart auf die Straße von Heartland City. Hart erschien vor Yuma in der Mitte einer belebten Straße. Yuma, ich kenne dieses Kind. Es ist Kites kleiner Bruder. Tori, wo glaubst du, geht er hin? Yuma, ich habe keine Ahnung. Wir sollten ihn zurück zu Kite bringen. Also müssen wir ihn irgendwie ausfindig machen. Tori, aber du weißt, was passieren wird, wenn du Kite siehst. Er wird Blödsinn reden und dann gibt es ein Duell. Und wenn du verlierst, dann... Yuma, wie wäre es, wenn wir uns darum Sorgen machen, wenn wir dazu kommen? Yuma hatte Hart aufgespürt und folgte ihnen auf den Gipfel eines geheimnisvollen Turms. Auf der Spitze des Turms wurde Yuma von Hart und Quentin konfrontiert. Yuma, wer bist du? Quentin, ich bin Harts Freund. Ich bin hier, um zu helfen. Ist es nicht so, Hart? Hart. Quentin, Hart wird absolut sicher sein mit mir. Das kann ich dir versichern. Gehen wir. Nachdem Hart von Quentin genommen wurde, musste Yuma sich mit Kite verbünden, um ihn zu finden. Kite, sag mir, wo Hart ist. Yuma, der Kerl, den du geschickt hattest, kam in einen Shopter, um deinen Bruder abzuholen. Kite, ich habe niemanden geschickt, um ihn zu holen. Yuma, dann war er nicht dein Freund? Orbital, hör auf, uns zu täuschen. Wir wurden nicht gestern hergestellt, weißt du? Yuma, es ist meine Schuld. Ich hätte Hart nicht gehen lassen sollen. Es tut mir leid. Kite, Hart geht's nicht gut. Ich hoffe, dass ich ihn bald find. Yuma, ich werde dir helfen, ihn zu finden. Kite, das ist mein Problem, nicht deins. Yuma, ich machte Hart ein Versprechen, dass ich euch beide wieder zusammenbringe. Oh, Kite, okay. Yuma und Kite spürten schließlich Quentin und Hart auf. Quentin war mit seinen zwei Brüdern Quadro und Trey. Quadro, wenn das nicht der berüchtigte Kite ist, was für eine Ehre. Yuma, hey, es ist Quadro. Kite, seid ihr es, die meinen Bruder nahm? Wo ist er? Quadro, entspann dich. Er hat keinen Schaden genommen. Zumindest noch nicht. Kite, was soll das heißen? Quadro, wenn wir fertig sind, werden wir dir Hart wiedergeben. Oder was von ihm übrig ist. Kite, ich werde euch zerquetschen und hole meinen Bruder hier raus. Quadro, das möchte ich sehen. Wie du versuchst, Trey, nimm diese Knalltüte vor mir raus. Trey, gerne doch. Lass uns duellieren. Und damit ab ins Geschichtsdeck. Ach ja, da werden wieder Erinnerungen wach. Über die gute alte Zeit, wo man noch vorm Fernseher saß und Yu-Gi-Oh! Guckte. Gut, wir spielen als Erster. Oh, wow, wow. Viele neue kleine Karten. Mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Falls du ein Photon- oder Galaxiemonster kontrollierst, kannst du diese Karte als normal beschworen und Tribut anzubieten. Wenn du dieses tust, wähle ein Galaxie-Augen-Photon-Drache in deinen Friedhof, falls möglich. Unabhängig davon verliert diese Karte ATK, 1000 ATK. Falls du dies tust, beschwöre das gewählte Ziel. Falls es eins gibt, als Spezialbeschwörung in die offene Verteidigungsposition. Diese ATK verringert, dauert bis zur Endphase an. Mhm.
Okay, Lichtbeschleunigung. Falls du keine Monster kontrollierst, beschwöre ein Photon- oder Galaxiemonster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Du kannst nur eine Lichtbeschleunigung pro Spielzug aktivieren. Du kannst in dem Spielzug, in dem diese Karte aktivierst, keine Monster als Normalbeschwörung beschwören oder setzen. Wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deklariert, wähle das angreifende Monster, annulliere den Angriff und ein offenes Lichtmonster, das du kontrollierst, erhält bis zur nächsten Endphase ATK in Höhe der ATK des gewählten Ziels. Das finde ich doch schon mal supi. Gut, dann machen wir mal eine Lichtbeschleunigung. Beschleunigen wir mal das Licht. Einmal pro Spielzug. Die Stufe dieser Karte wird bis zur Endphase um 4 erhöht. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, füge in deiner Karte eine Galaxiekarte von deinem Deck hinzu, außer Galaxiezauberer. Okay. Ja, sollen wir den nehmen? Ich denke mal schon, weil der andere ergibt ein bisschen weniger Sinn. Und wir haben auch nur eine Karte im Extra. Neogalaxie-Photon-Enddrache. Okay. Gut, beenden wir mal den Spielzug mit Erleuchten. Können wir den sogar richtig aufpunchen, wenn wir Glück haben und er jetzt keine zwei Monster zieht. Chronomale Stadt, Knoten, Goldjet. Okay. Chronomaler, was auch immer. Der spielt hier wirklich diese Chronomalkarten. Wow, nicht schlecht. Nummer 33, Chronomaler Matje. Man kann noch nicht mal zu Ende lesen. Das Spiel ist ab und zu schnell und ab und zu langsam. So, krieg ich nur 600 Schaden. Das war nicht so geplant. Okay. Wähle ein Photon- oder Galaxiemonster im Friedhof. Beschwöre es als Spezialbeschwörung in die offene Angriffsposition. Rüste es mit dieser Karte aus. Es kann nicht angreifen, seine Effekte können nicht aktiviert werden. Falls es während der Battlephase zerstört würde, kannst du stattdessen diese Karte st zerstören. Wenn diese Karte das Spiel verlässt, die ATK des ausgerückten Monster werden zu 0. Du kannst nur ein Galaxie-Nuller pro Spielzug aktivieren. Aha. Ja, ich komme hier gerade nicht richtig raus. Kann den Photonbrecher spielen. Wenigstens sein Monster hier vernichten. Gehe dann damit in die Verteidigungsposition. Ja. Dagegen komme ich gerade nicht an. Jetzt haben wir wieder einen Photonbrecher. Gut, setzen wir den erstmal. Das Problem ist, solange ich kein weiteres Photonmonster habe, kann ich halt auch nichts weiter ausspielen. Ruf der Gejagten. Ah, Chronomaler Wächter. Galaxieaugen-Photonendrache. Ja, der hilft uns jetzt auch nicht gerade weit. Spiele ich mal den Photonbrecher. Der jetzt, glaube ich, auch 0 Attack hat, ne? Ne. Gut, dann Galaxienritter. Ah, verringert seine Attack um 1000. Weil wir halt kein Galaxie Monster so wirklich da haben. Und das ist das Einzige, was mir jetzt derzeit übrig bleibt. Ach nee, ich kann ja die auch spezial. Ah. Ja. So, Belay 400. Und das geht jetzt zu 0. Und dafür kriege ich nochmal 2000 durch die. Ah, du. Jetzt hat das Ding 4400. Okay. Gut, Galaxie. Warte. 2000, ne?
Ja, so, Galaxienritter nochmal. Dann verliert er aber 1, 8 und es geht doch nicht. Ahahahaha. Was habe ich denn da jetzt für einen Blödsinn gebaut? Er verliert doch 1000. Nein. Ruf der Gejagten, hallo. Ja, verliere ich wieder 2000 und er kriegt wieder 2000 Schaden dazu. Und dann. Au. Okay, ich muss mit Galaxienuller muss ich unbedingt drauf aufpassen. Wenn er seine komische Festung da ruft. Oh. Aber mal gucken. Jetzt haben wir hier die zweite Runde. Oh. Das sieht auch nicht so gut aus. Obwohl. Hehe. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Gut, dann Photonenzuflucht. Zack. Und zack. Und dann opfern wir die beiden für Galaxienaugen Photonendrache. Hey, jetzt kommen wir ja langsam mal raus hier. So. Okay, machen wir mal. Und damit nehmen wir uns jetzt mal am besten gleich den Ritter. So. Und ich kann immer noch was normal beschwören. Zack, den setzen wir erstmal. Und wir können durch das Begräbnis. Haben wir überhaupt drei drinne? Ja, wir haben drei drinne. Machen wir einen Galaxie mal in den Friedhof. Gehen in die Battle Phase und greifen dein Monster an. Nein, ich möchte Galaxies Augeneffekt nicht aktivieren. Das war nämlich ein Monster aus dem Spiel, in dem Fall eine Runde. Das bringt aber nicht viel. Gut. Oh. Einmal pro Spielzug, du kannst die Stufe dieser Karte bis zur Endphase um 4 erhöhen. Geht das schon? Ich hoffe. Erhöhe die Stufe eines Monsters. Füge in deiner Hand entsprechende Karte aus dem Deck zu. Monster. Gut, dann machen wir nochmal Galaxie-Expedition. Und nehmen uns den letzten Galaxieaugen mal raus. Alter, haben wir eine Schlagkraft hier. Aber gut, wir wollen erstmal die XDs-Beschwörung machen. So. Neo-Galaxie-Augen Photonen-Entdrache. Nee, Photonen-Drache, so rum, nicht Ent. Jawohl. So, der ignoriert jetzt sämtliche Effekte auf dem Feld. Das ist aber nicht so schlimm. Greifen wir einmal an und simmeln ordentlich was rum. Willst du nicht was XDs beschwören? Damit ich hier 100 Mal angreifen kann? Nee? Doch, vielleicht. Weiß ich noch nicht. Kristallschädel? Na komm. Ja. Aber keine XDs-Beschwörung. Schade. Also, Galaxie-Expedition noch ein weiteres Mal. Oha. Ja, nehmen wir nochmal einen Galaxie-Ritter. Warum denn auch nicht? Gehen mit den Photonendrachen in den Angriffsmodus und dann greifen wir hier erstmal eine Runde feuchtfröhlich an. So. Ist unser Gegner dran. Das nenne ich meine Drachenpower hier. Ah, das wird ja jetzt auch nicht. Er holt wirklich jedes Monster raus, was er irgendwie noch beschwören kann. Okay, cool. Bloß der hier war ein bisschen fail, weil damit hast du jetzt verloren. So. Außer ich mache natürlich wieder irgendwie einen brachialen Fehler. Nö.
Yuma, yay! Wir haben es geschafft, Kite. Kite, du bist erledigt. Nun, wo ist mein Bruder? Quadro, Entschuldigung. Plötzlich kann ich mich nicht mehr erinnern. Kite, warum du... Quentin, dein Bruder ist genau hier. Yuma, hey, ich erinnere mich. Du bist der Typ aus dem Turm. Kite, Quentin? Yuma, kennst du ihn auch? Kite, ja, er war mal mein Lehrer, aber das war vor langer, langen Zeiten. Kite, Hart, bist du in Ordnung? Rede mit mir. Hart. Quentin, du solltest wissen, dass nach allem, was er durchgemacht hat, er nur noch ein wenig Kraft hat. Aber er entschied sich trotzdem, es dir zu geben. Er gab dir alles, was er hatte, so dass du Neo-Galaxien-Auge-Photon-Drache beschwören konntest. Kite, du meinst, er ist bewusstlos wegen mir? Yuma, du hast mir eine Menge zu erklären, Kumpel. Rede doch. Quentin, du bist nicht so hartnäckig wie dein Vater. Yuma, hä? Was weißt du von meinem Vater? Quentin, dein Vater ist am Leben, Yuma. Er ist in der Welt von Astral. Yuma, warte mal. Und damit endet die heutige Folge und morgen sehen wir dann kosmisches Chaos. Also, schaltet wieder ein. Bis denn.